Johann Andreas Christian Löhr, Ali und Mirza, gelesen von Jasmin Stab. Der Scheich Jehus herrschte in einem großen Land in Asien. Er war immer unmutig, zornig, unzufrieden mit aller Welt, herrisch, argwöhnisch und daher oft grausam. Dieser Scheich hatte einen sehr ungestalteten Sohn namens Ali. Sein Rücken war gekrümmt und hatte einen ansehnlichen Höcker, dergleichen sich auch auf der Brust fand. Seine Beine hätten einem Dachshund recht schön gestanden. Der Mund war von einem Ohr bis zum anderen gespalten. Die Nase war wie der Rüssel eines Ferkels und die Schielaugen waren ein wenig stark triefend. Trotz seiner garstigen Gestalt war dieser Prinz allgemein geachtet und geliebt, denn seine Einsicht und seine freundliche Güte, sein Bestreben, allen gefällig zu werden, soweit es möglich war, söhnte jedermann mit ihm aus und ließ es bedauern, dass er so ungestaltet war. Wer öfter mit ihm umging, dachte kaum mehr an die Unform seines Körpers, die man überhaupt bald ertragen lernt, während hingegen eine hässliche Seele ewig unerträglich bleibt. Der Scheich suchte seine Staaten immer mehr zu vergrößern und hatte vorzüglich ein mächtiges Nachbarreich ins Auge gefasst, welches nur eine einzige Erbin hatte. Mit einer Heirat zwischen ihr und seinem Sohn dünkte ihm alles abgemacht. Der Scheich von Jehus glaubte seine Absicht, um so leichter zu erreichen, da die Erbin des Nachbarreichs von Gestalt fast eben ein solches Scheusal war als sein Sohn, aber ebenfalls auch ihrer angenehmen Gemütsart und aller übrigen vortrefflichen Eigenschaften wegen so geliebt als dieser. Die Prinzessin hieß Mirza. »Die beiden geben ein wunderliches Paar«, dachte der Scheich Jehus, »das man so hässlich auf der Welt nicht mehr finden kann. Und Mirza, die gewiss auf Erden kein Mensch begehren wird, wird Gott danken müssen, wenn sie noch mein Sohn zur Gemahlin verlangt.« Nachdem der Scheich Mirzas Bildnis erhalten hatte, ließ er Ali kommen und sagte, »Nimm dieses Gemälde und gewöhne dich daran. Das Original soll deine Gemahlin werden.« 1000 demütige Ausreden des Sohnes konnten den Willen des Vaters nicht ändern. »Wahrhaftig«, sagte dieser, »dir mit deinem Schweinsrüssel steht es eben an, Ekel zu sein. Du bist ja selbst ein vollkommenes Scheusal.« »Leider bin ich das«, versetzte Ali, »und habe Mühe genug, mich selbst zu ertragen. Aber unmöglich würde es sein, außer mir noch ein gleiches Scheusal zu ertragen.« »In der Tat, mein teurer Sohn«, versetzte der Scheich mit grimmigem Stirnrunzeln und zornfunkelnden Augen. »In der Tat, du bist wohl ein wenig allzu zart in deinem Geschmack. Ich hoffe, er wird sich in dem bekannten Felsenturm ändern.« Der Scheich ließ Ali in eine uralte, große und mit vielen Türmen versehene Burg einsperren, die ehedem zum Gefängnis für widerspenstige Emire diente. Weil aber, wie uns die Weisen lehren, mit der Zeit alles viel vollkommener wird, so hatten sich im Verlauf von 2 Jahrhunderten gar keine Emire gefunden als lauter Artige. Ali hätte nun artiger als alle seine Vorgänger sein sollen, aber er machte eine Ausnahme. Und darum kam er in den Turm, wo aus Mangel an widerspenstigen Emiren das meiste verfallen und das noch Vorhandene so uralt war, als wäre es vor Erschaffung der Welt schon dagewesen. Was sollte Ali hier mit sich selbst anfangen? Hier, wo er nicht einmal Ratten und Mäuse zur Gesellschaft hatte. Er verlangte Bücher zu seiner Unterhaltung und bekam die Erlaubnis, aus der alten Turmbibliothek sich derer so viele bringen zu lassen, als nur immer da wären. Aber sie waren so alt, dass er nicht einmal darin lesen konnte. Er nahm andere und immer wieder andere und studierte und mutmaßte und verglich,
bis er da und dort einigen Sinn herausbrachte. Der Scheich ließ erst, nachdem der störrige Sohn eingesperrt worden war, um die Prinzessin für seinen Sohn anhalten. Wie sträubte sich die arme Mirsa, als man ihr das Bildnis des überaus hässlichen Gemahls zeigte. Wie bat sie, sie immer da ledig bleiben zu lassen. Aber wie vergeblich war alles. Ihr Vater, der die Verbindung mit Ali für sehr vorteilhaft hielt und eben nicht zu den weichherzigen Naturen gehörte, hielt ihr einen Spiegel vor. »Da«, sagte er, »schau hinein und danke Gott.« All ihre Tränen bewegten ihn nicht. Sie musste mit dem Gesandten des Scheich Jehus abreisen. Indessen, bis Mirsa ankam, ging es dem Ali recht trübselig. Niemand durfte ein Wort mit ihm sprechen. Die alten Bücher waren so schwer zu verstehen. Die Gemächer und Säle waren alle so groß und hohl. Die Kost bestand aus schmalen Bissen und bloßem Wasser. Und alle Tage und Nächte waren so lang. Hätten die Hüter nun noch dem armen Gefangenen, wie sie eigentlich angewiesen waren, übel begegnet, so wäre sein Unglück noch größer gewesen. Das aber konnten sie nicht über das Herz bringen. Eines Tages wandelte Ali in einer großen Galerie auf und ab und dachte seinem traurigen Schicksal nach, das ihn so missgestaltet gemacht hatte und ihm nun noch gar ein Scheusal von Gemahlin aufdringen wollte, als seine Augen von ungefähr auf die bemalten Scheiben der Fenster fielen. Er staunte über die Richtigkeit der Zeichnungen und über die Lebhaftigkeit der schönen Farben. Er hätte gern gewusst, was die auf den Scheiben vorgestellten Geschichten bedeuten sollten, aber das vermochte er nicht herauszubringen. Höchst verwundert war er aber, dass er auf einem Gemälde sich in seiner ganzen verzerrten Gestalt sehr genau und richtig abgebildet erblickte. Er wusste ja doch, dass binnen 200 Jahren kein menschliches Wesen in diese alte Burg gekommen war. Er fand sein Bildnis auf vielen anderen Scheiben so vorgestellt, als ob er im obersten Geschoss des großen Turms sich befinde, in welchem seine Wohnzimmer waren. Auf einigen Bildern war es, als ob er in einer Mauer etwas suche, und auf anderen wieder, als habe er in der geöffneten Mauer einen goldenen Korkzieher gefunden. Daneben sah er auch ein wunderschönes Mädchen, mehrmals dargestellt, dessen Gesichtsbildung höchst geistreich war. Es zog seine Augen immer auf dieses schöne Bild hin, welches ihn wundersam bewegte. Er wusste nicht, wie und warum es ihm beim Anschauen desselben so seltsam ward und warum er davon nicht los konnte. Er sah so lang darauf hin, bis die Nacht einbrach. Er war in sein Zimmer zurückgekehrt und nahm zur Zerstreuung seiner Gedanken das erste beste Buch, das ihm in die Hand fiel. Die Pergamentblätter desselben waren am Rand mit schönen, aber wunderlichen Figuren bemalt, die Deckel aus Gold mit verschlungenen Buchstaben im blauen Schmelz. Er fing in dem Buch an zu blättern und siehe das Wunder. Er fand dieselben Geschichten in gleicher Größe, Art, Kunst und Farbe darin, die auf den Fensterscheiben standen. Darunter waren Zeilen geschrieben, von welchen er aber mit aller Mühe kein Wort, ja selbst keinen Buchstaben und keinen Zug verstand. Aber es kam noch seltsamer und wunderlicher. Er blätterte weiter und fand auf dem einen Blatt ein ganzes Chor kleiner Musiker. Kaum hatte er sie recht angesehen, so fingen die kleinen Leute an, lebendig zu werden. Sie strichen ihre Geigen, sie flöteten und trompeteten, spielten Bass und Blashorn. Alles zwar nur sehr schwach und leise, aber doch munter und lustig, fein und lieblich. Wozu sollte diese Musik sein? Dachte Ali, aber es fand sich bald, wozu sie sein sollte. Denn auf dem nächsten Blatt fanden sich Hexen und Frauen, alle prächtig geschmückt,
weil ein Ball gegeben wurde, wo alle Welt sich drehte und tanzte. So ungefähr wusste Ali nun wohl, wie das mit dem vorigen Blatt zusammenhing. Er sah, dass hier ein großes Fest gegeben wurde, aber warum und wozu, das wusste er freilich nicht. Dass man aber von einem Ball nicht mit trockenem Mund weggehen würde, durfte er vermuten. In Wahrheit fand er auch auf dem nächsten Blatt ein herrliches Gastmahl, welches ihm würzig und lieblich entgegenduftete. An großen Tafeln saßen kleine Personen und aßen und tranken, und eine darunter nahm den Becher und sagte ihm, indem sie sich zu ihm wendete, »Auf dein Wohlergehen, liebster Ali! Denke daran, uns unsere Königin wieder zu verschaffen, welches dein Schade nicht sein soll. Wolltest du nicht daran denken, möchte dir's übel bekommen.« Ali, von allen vorherigen Wunderdingen ohne dies schon mitgenommen, geriet bei diesen Worten in solches Entsetzen, dass er das Buch zu Boden fallen ließ. Er selbst aber fiel ohnmächtig gleich hintendrein. Seine Wächter hatten den Fall gehört, liefen herbei und brachten ihn wieder zu sich selbst. Sie fragten, was ihm zugestoßen sei. Er antwortete, er bekomme so wenig und so schlecht zu essen, dass es kein Wunder sei, wenn er abfällig werde, und in seiner Fantasie Dinge zu sehen geglaubt habe, deren doch keines in der Wirklichkeit vorhanden sein könne. So dachte er in der Tat auch da noch, als er sich wieder völlig erholt hatte. Die Hüter, die Ali liebten, brachten ihm gegen das scharfe Gebot des Vaters gute Speise und Trank, mit welchen sie sich selbst hinlänglich versehen hatten. Als er sich gelabt hatte, nahm er in Gegenwart der Wächter das Buch wieder vor und sah von allem vorhin Gesehenen ebenso wenig noch etwas als seine Wächter. So wusste er nun, woran er war, und welche Macht der Magen über den Geist hatte. Als er aber des anderen Tages wieder in die Galerie ging und fand wieder alles wie des Tages zuvor, da fing er doch an der Fantasie zu zweifeln, zumal da er sehr gut gegessen hatte, welches der Fantasie gar nicht zuträglich sein soll. Er vermutete, dass hierunter ein Geheimnis liegen müsse, welches es auch sein möge, und suchte dahinter zu kommen. Er stieg mühsam ins oberste Stockwerk hinauf, schlug an verschiedenen Stellen mit einem Hammer gegen die Mauer, bis er eine Stelle fand, die ihm hohl zu sein schien. Er öffnete dieselbe und fand einen goldenen Pfropfenzieher, mit dem er nichts anzufangen wusste. Indem er darüber nachsann, fiel ihm ein großer Eckschrank in die Augen, der alt und unscheinbar in einem Winkel stand. Er suchte überall an demselben, da und dort, aber er fand kein Schloss. Es fiel ihm aber ein kleines Loch in die Augen, in welches er den Korkenzieher steckte. Er drehte und zog dann mit aller Macht, und der Schrank ging auf. Und es fand sich, dass die schlechte alte Außenseite das schöne Innere verbarg. Die Schubfächer waren von Ambra, von Bergkristall, von den seltensten Bernsteinstücken, von der köstlichsten Perlmutter und enthielten die kostbarsten Sachen allerlei Art, worunter die Juwelen die unbedeutendsten waren. Ali besah den Inhalt aller Schubfächer, deren unglaublich viele waren. In einem der letzten Fächer fand er einen kleinen Schlüssel, welcher aus einem einzigen Smaragd geschnitten war und ringsumher alles leuchtend wie ein Karfunkel bestrahlte. Und als er mit demselben eine kleine Tür unten am Boden des Schrankes aufschloss, lag ein noch hellerer, strahlender und leuchtender, wirklicher Karfunkel darin, der als Deckel über einer Schale von kostbarem, aber seltenem Gestein lag. Welch ein Anblick, als er den Deckel abhob und in der Schale eine im Blut schwimmende Menschenhand fand, die ein reich besetztes Bildnis zwischen den Fingern hielt. Seine Haare sträubten sich, seine Knie schlugen zusammen, sein Herz stockte.
jedoch fasste er sich und dachte an alle Wunder, die ihm schon begegnet waren, und im Besonderen an die gefährlichen Worte der kleinen Person auf dem Pergamentblatt. Er heftete seinen Blick auf die Hand. »Unglückliche Hand«, rief er, »welchem zärtlichen Prinzen oder welchem tapferen Helden magst du angehört haben, und welche boshafte Tücke hat dich von dem Arm abgehauen, dessen Zierde du warst? Kannst du ein Zeichen noch geben? So lass mich wissen, was ich für dich tun kann. Ich stehe gern zu deinen Diensten und habe ein Herz, alles für dich zu unternehmen, was ich vermag.« Die Hand, welche solchen Anerbietungen nicht widerstehen konnte, fing an, die Finger zu bewegen und sich dadurch verständlich zu machen. Denn die Fingersprache war in jener alten Zeit sehr bekannt und verständlich. »Siehe«, sprachen die Zeichen der Finger, »sieh in diesem Bild die Angebetete, von welcher mich die Wut der Eifersucht getrennt hat. Dir ist es aufgehoben, viel für uns zu tun. Aber gehe jetzt sogleich auf die Galerie und bemerke die Stelle, die von den einfallenden Strahlen der Sonne am meisten vergoldet wird. Suche dort, und du findest mein Kleinod.« Die Hand hörte auf zu sprechen, wie sehr auch Ali wünschte, dass sie fortplaudern möchte. Sie antwortete ihm auf alle seine Fragen nicht mehr. Da er wohl erachten konnte, es möchte auf eine solche Hand doch viel ankommen, so stellte er sie in ihre Schale wieder an ihren Ort, verbarg den Korkenzieher in der Mauer an der Stelle, wo er ihn gefunden hatte, und eilte in die Galerie hinab, um das Weitere zu erfahren. Als er eintrat, zitterten klirrend die Fensterscheiben. Er sah, dass die Sonnenstrahlen auf das Bild eines jungen Mannes fielen, dessen Schönheit und Hoheit ihn anzogen. Er schob das Gemälde fort und stellte es an einen anderen Platz, fand aber hinter demselben nur ein Getäfel von Ebenholz mit goldenen Leisten, wie es überall an den Wänden der Galerie sich fand. Er sah aber, um sich Rat zu holen, nach den Gemälden der Fensterscheiben, die ihm ja bisher alles angedeutet hatten, und fand, dass er das Getäfel aufschieben müsse. Er versuchte das. Es gelang. Und er trat in einen Saal von Porphyr mit schönen Bildsäulen. Der Saal führte zu einer Treppe von Agatstufen, an den Lehnen mit Gold eingelegt. Als er die Treppe hinaufgestiegen war, kam er wieder in einen Saal, der mit dem kostbarsten, hellglänzendsten Lasur ausgelegt war. An den Saal stieß eine Reihe der prachtvollsten Zimmer, in welchen alles wohlerhalten und mit den herrlichsten Malereien und anderen Kostbarkeiten versehen war. Er kam zuletzt in ein Geheimzimmer, wo er eine Dame auf einem Bett ruhend fand, welche vollkommen dem Gemälde zu gleichen schien, das die abgehauene Hand zwischen den Fingern hielt. Sie schien im Schlummer zu liegen, aber in einem sehr unruhigen, und dem schönen Gesicht waren tiefe Züge eines dauernden Grams eingedrückt. Mit aufmerksamer und mitleidiger Teilnahme betrachtete unser gutherziger Ali die Schläferin. Ihre atmende Brust hob sich und sie fing an, im Schlaf zu sprechen, obwohl anfangs sehr unvernehmlich. »Denkst du, Grausamer, ich würde dich lieben? Dich? Hast die liebe Hand abgehauen. Sie ist dir furchtbar. Lieben? Dich? Nein. Nimmermehr«, sagte sie in unterbrochenen Worten. Dich, mein teurer Prinz, dich, ja, dich wiedersehen.« Tränen liefen über die Wangen der Schlafenden, indem sie dies sagte. Während Ali sie in seinem Herz beklagte und ungewiss war, ob er sie aus ihrem traurigen Traum erwecken sollte, erhob sich eine liebliche Musik, wie von einem Chor von Nachtigallen und Grasmücken. Gleich darauf kam, von vielen Singvögeln begleitet, ein Adler geflogen, der überaus groß war und einen goldenen Zweig in seinen Klauen hielt,
besetzt mit Rubinen, welche wie Kirschen gestaltet waren. Unverwandt heftete der Adler seine Augen auf die schlafende Schöne, schwang dann seine Flügel, um auf dieselbe hinzufliegen, und in seinen zitternden Schwingen und Federn lag unverkennbar ein Ausdruck voll Sehnsucht. Aber eine unsichtbare Gewalt schien ihn daran zu hindern, bis zu derselben hinzugelangen. Er betrachtete nun Ali mit scharfem Auge, flog dann auf denselben zu und überreichte ihm den Zweig. Dabei erhoben die Vögel ein fröhliches, aber durchdringendes Singen und Zwitschern. Ali brachte den Adler, den Zweig und die schlafende Dame in seinen Gedanken in Verbindung und hatte darüber keinen Zweifel, dass hier ein Zauber walte. Er nahm den Zweig und berührte die schöne Schläferin damit, die in demselben Augenblick erwachte, den eben mit einem traurigen Schrei entfliehenden Adler erblickte und ihm, die Arme nach ihm ausbreitend, nachrief: »Bleib, oh mein Geliebter, bleib!« Er blieb nicht, und die Dame wendete sich jetzt zu Ali. »Ich weiß, was ich dir schuldig bin«, sagte sie. »Dir verdank ich's, dass ich aus meinem Schlaf erwacht bin, der schon 200 Jahre gedauert hat und an welchem die verhasste Liebe eines Zauberers schuld war. Es steht in meiner Macht, dir zu vergelten. Sage nur, was du wünschest. Ich bin eine Fee.« »Ich bin wenig zu beklagen«, antwortete Ali, »obwohl die Natur ein wenig allzu ungünstig gegen mich gewesen ist. Alles, was ich wünsche, ist, euch zu dienen, und wenn ich es vermag, euch zu eurem Geliebten zu verhelfen.« »Großmütige Seele«, sagte sie, »du verdienst glücklich zu sein. Sei äußerlich so schön, als du es innerlich bist.« Bei diesen Worten berührte sie ihn mit ihrem Zweig, und in dem Augenblick war er verwandelt und 100 Meilen weit davon in einen Wald versetzt, der ihm ganz unbekannt war. Die Wächter Alis waren in der höchsten Not, als sie des Abends denselben nirgends fanden. Denn den Scheich durften sie die Wahrheit nicht wissen lassen. Er hätte sie gewiss als Mitschuldige an Alis Verschwinden grausam gestraft. Sie ersannen einen Rat, nahmen den Kleinsten unter ihnen, machten ihm zwei große Buckel, legten ihn in Alis Bett und benachrichtigten den Scheich, dass derselbe sehr krank sei. Der Scheich sagte bei sich selbst: »Finden sind das, Pfiffe sind's. Der Patron will nur wieder aus dem Kerker. Es ist gut«, sagte er gleichgültig zu dem, welcher die Nachricht brachte, und entließ ihn. Während Ali im Kerker war, kam die Prinzessin Mirsa in einer Sänfte, wohl eingepackt, am Hof des Scheichs an. Als dieser sie noch viel missgeschaffener fand, als er gedacht hatte, empfing er sie mit Spott. »Ei, meine schöne Mirsa«, sagte er, »ihr habt fürwahr mit eurer allerliebsten Figur eben Ursache gehabt, euch gegen Krummbuckel zu sträuben. Es ist wahr, der Kerl ist hässlicher als ein alter Kater. Aber ihr seid ja tausendmal hässlicher als er.« »Sie irren sich, gnädiger Herr«, sagte Mirsa, »wenn sie ihre feinen Höflichkeiten für das Mittel halten, Liebe in mir zu ihrem Sohn zu erwecken. Ich weiß, wie mich die Natur misshandelt hat. Eben darum sollten Sie, wenn Sie edel wären, meiner schonen. Indessen erkläre ich hiermit fest, dass ich lieber unverheiratet sterben, denn als die Gattin Ihres buckeligen Sohnes leben will.« »Das wäre der Tausend, mein schönes, weises Kind«, sagte der Scheich. »Aber damit soll Eure Weisheit nicht loskommen. Ich habe mich einmal in den Handel eingelassen und habe so einige Hoffnung, trotz eurer Ungnädigkeit, ihn auszuführen.« Es ist schade, dass wir nicht so ausführlich beschreiben dürfen, mit welchen anmutig spitzen Worten sich noch beide Teile ein wenig zu prickeln und anzubohren fortfuhren. Indessen wurde der Scheich aufgebracht, entfernte sich ohne weiter zu antworten und ließ Mirsa in ihr Zimmer bringen. Sie wurde bald allgemein von den Hofdamen geliebt.
aber sobald diese zugunsten Alis wirkten, wurde sie sehr ernst und brach das Gespräch ab. Denn so weise sie war, wollte sie dennoch keinen Gemahl, an dem nichts gut wäre, als bloß die Herzensgüte. Das gute Kind fühlte sehr wohl, dass es ein eigenes, interessantes Ding um eine erträgliche Menschengestalt ist. So war es eine Zeit lang gegangen, als der Scheich die Nachricht von dem erdichteten Tod seines Sohnes bekam. Jetzt kam er beinahe von Sinnen, nicht weil sein Sohn tot war, sondern weil mit dessen Tod alle Vergrößerungspläne gescheitert waren. Er musste einen Gegenstand haben, an welchem er seine Wut auslassen konnte. Und er nahm Mirsa dazu und ließ sie sogleich statt des Sohnes in den Turm einsperren. Die Arme wusste nicht, warum sie so übel behandelt wurde. Sie sprach stark zu ihren Hüterinnen gegen das ihr zugefügte Unrecht, aber niemand wagte, dem Scheich es zu hinterbringen. Mirsa musste sich fügen. Zu ihrer Unterhaltung ging sie täglich auf die Galerie, dort die Gemälde zu betrachten. Sie konnte nicht begreifen, warum sie dort überall ihre eigene armselige Figur abgebildet fand, und hielt es für eine rachsüchtige Tücke des Scheichs, zumal da sie überall auch die Bildnisse einer wunderschönen Schäferin und eines ebenso schönen Schäfers auf den Gemälden antraf. Sie vermutete, es sollte die Hässlichkeit ihrer eigenen Ungestaltheit durch den Abstich zu ihrer Kränkung noch auffallender werden. Und sie wurde es auch für ihr eigenes Gefühl, ach, schmerzlich genug. »Wie glücklich«, sagte sie mit Tränen, »müssen so schöne Menschen sein.« Sie hatte kaum ihre Augen getrocknet, so sah sie nicht ohne Entsetzen ein altes Weib vor sich stehen, tausendmal hässlicher als sie selbst, zerlumpt gekleidet und mit einem weißgelben Muff versehen. »Mirsa«, sprach die Alte, »ich habe deine Worte gehört und tadle sie nicht. Wie gering ich dir auch scheinen möge, so bin ich doch mächtig genug, dich so schön zu machen als diese Schäferin. Und dieser liebenswürdige Schäfer würde dann dein Liebhaber werden. Indessen könnte ich dir nicht dafür stehen, wie es dann mit deinem Herzen aussehen würde. Denn die Schönheit hat schon viele verdorben. Ich habe bloß deinetwegen diesen Muff mitgebracht. Hauchst du an dem gelben Ende hinein, so erlangst du Schönheit. Am weißen Ende hineingehaucht, wirst du immer tugendhafter und edler. Gib mir den Muff, liebe Alte, sprach Mirsa. Hier braucht es keines langen Wählens. Sie nahm den Muff und hauchte ins weiße Ende hinein. Wohl dir, sprach die Alte und verschwand. Das Gefühl, nach dem Rechten getrachtet zu haben, beruhigte Mirsa, wenn zuweilen das Verlangen nach gefälligem Äußeren in ihr zu lebhaft werden wollte. Sie hoffte nichts weiter als Erlösung aus ihrem Kerker, aber sie hoffte vergebens, denn ihr Vater, den sie mit einem großen Kriegsheer zu ihrer Befreiung erwartete, wusste nicht von ihrer Einkerkerung, weil ihre Briefe an ihn abgefangen wurden. Sie hatte die Zeit berechnet, wo ihr Vater mit seinem Heer da sein könnte, und stieg mit einer unsäglichen Mühe und mit vielem Ausruhen bis in das oberste Stockwerk des Turmes, wozu sie fast einen halben Tag brauchte. Sie sah zum Fenster hinaus nach des Vaters Armee, und er sah nichts. Sie ruhte sich aus und schaute alsdann im Zimmer umher. Sie sah eine Stelle in der Mauer, die erst frisch und schlecht zugeflickt zu sein schien. Sie untersuchte die Stelle und fand den Korkenzieher. Sie fragte, »Wozu soll der hier sein?« Sie entdeckte den Schrank und das Loch darin. Sie öffnete den Schrank mit vieler Mühe. Sie durchsuchte denselben. Sie fand die im Blut schwimmende Hand. Sie entsetzte sich so sehr, dass sie die Schale beinahe hätte fallen lassen.
aber eine feine Stimme rief ihr zu: »Mut, Mut, dein Glück hängt an diesem Abenteuer.« Sie wusste nicht, woher die Stimme kam, aber sie vertraute derselben. »Was aber soll ich tun?« sagte sie verzweifelt vor sich hin. »Nimm die Hand, nimm die Hand«, wisperte die Stimme. »Unter dein Bett verbergen, dem Adler geben, der ans Fenster kommt.« Mit Grausen zog sie die Hand aus dem Blut, die aber im Augenblick wie eine Wachshand wurde. Sie umwickelte dieselbe mit einem Tuch und steckte sie in ihren Rock. Eben kamen die Aufwärterinnen, die sie überall im Turm mit Angst gesucht hatten, nahmen sie mit Freuden und trugen sie die Stufen herab. In den nächsten 2 Tagen ereignete sich nichts. Aber in der 3. Nacht schlug beim Schein des Vollmondes ein großer Adler in der Mitternacht ans Fenster. Mirsa öffnete es ihm und reichte ihm die Hand dar, die er in seine Klauen nahm und damit verschwand. Einen Augenblick darauf stand ein Jüngling vor ihr in Götterschönheit. Sein Diadem von Diamanten funkelte wie ein Gürtel von Sternen um seine Stirn. Und sein Ansehen war blendend, als wäre er aus einem höheren Reich der Wesen gekommen. In der Hand hatte er das Bildnis der Dame, die wir schon kennen. »Mirsa«, sagte er, »ich danke dir viel und bin glücklich, werde auch glücklich.« Bei diesen Worten berührte er sie mit dem Bildnis der Dame, und sie entschlummerte in Ohnmacht. Als sie erwachte, glaubte sie zu träumen, denn sie fand sich am Ufer eines Baches und wusste nicht, wie sie dahin gekommen war. Es weiß ja freilich so mancher nicht, wie er dahin oder dorthin gekommen ist, und denkt dennoch, es müsse so sein. Aber als sie sich im Bach bespiegelte und sich nun so ganz dem Bild der Schäferin auf den Glasscheiben ähnlich fand, da wusste sie nicht, ob sie es selbst noch wäre oder ob ein seltsamer Wahnsinn sie überfallen habe. Sie war eine Schäferin, und doch war sie eigentlich eine Prinzessin, wie sie sich gar wohl erinnerte. Sie trug, wie die Schäferin im Bild, einen weißen Anzug vom feinsten Musselin mit Brabanterkanten, die schon 2000 Jahre vor ihrer Erfindung heimlich allgemein bekannt waren. Und einige strahlende Diamanten hielten den Gürtel besetzt. Sie war eine Prinzessin und eine Schäferin. Und, was die Hauptsache war, sie war schön. Ihr Schäferstab war dick vergoldet, wie man sich denken kann, und die Bänder um den Hut waren mit Edelsteinen besetzt, wie sich ebenfalls von selbst versteht, weil es eine Schäferprinzessin war. Seltsam, dass sich eine am Ufer des Baches weidende Schafherde bei ihr einfand, sich um sie herlagerte, als hätte sie ihr schon lange angehört, und der hütende Spitzhund mit Namen Felix sich vor ihr auf die Hinterbeine niedersetzte und wedelnden Schwanzes ein Stücklein Brot von ihren schönen Händen schmeichelnd erharrte. »Was bin ich denn nun eigentlich?« fragte sie sich selbst. »Schäferin oder Prinzessin?« Sie wusste sich die Frage nicht zu beantworten. Hirtin zu sein war so süß, Prinzessin zu sein war so hoch und erhaben. Prinzessin aber und Hirtin zugleich war alles in allem und in einem. Sie wusste nicht einig mit sich zu werden und schlummerte unter dem Schatten eines schönen Baumes in ihren zweifelnden Gedanken ein. Ziemlich ähnlich war es Ali gegangen. Er fühlte, dass eine große Umwandlung mit ihm vorgegangen war, und er sah dieselbe mit eigenen Augen, als er an einen klaren, von hohen Erlen umschatteten Teich kam und im Wasser des Teiches seine Gestalt erblickte. Er fand, dass er bis auf die kleinsten Züge dem Schäfer glich, welcher er auf den Fensterscheiben gesehen hatte, bis auf die Kleidung sogar. Selbst eine Herde Schafe fand sich auch bei ihm ein, so als ob sie nie einen anderen Herrn gehabt hätte,
und der treue Hund mit freundlich wedelndem Schwanz fehlte der Herde auch nicht. Sogar für eine Hütte hatte der Zauberer gesorgt, die alles enthielt, was ein Schäfer zu seinem Glück verlangen kann. Sie lag am Ende des Waldes in einem blumenreichen, von schönem Silberbach durchschlängelten Tal. An beiden Ufern des Baches standen die Hütten friedlicher Hirten unter Fruchtbäumen. Bald war Ali mit den gutmütigen Hirten des Tales bekannt und hatte mit ihnen schon eine Zeit lang gelebt. Aber wie schön auch alles war, dennoch fand er sich sehr einsam und allein. Als er eine Zeit lang im einförmigen Hirtenleben zugebracht hatte, kam er durch Zufall an den Ort, wo die schöne Schäferin schlummerte. Wie ward es ihm, da er sie selbst erblickte, die schon im Bild sein Herz bewegt hatte? Er zitterte, er kniete neben ihr nieder und war im Anschauen der himmlischen Gestalt versunken. Sie erwachte und war betroffen, den schönen Schäfer auf den Fensterscheiben hier lebendig zu sehen. Beide näherten sich bald einander, denn sie waren einander ja schon durch die Gemälde bekannt. Und daher liebten sie sich einander auch sehr bald, obwohl keins in dem anderen etwas Höheres vermutete als Schäfer und Schäferin. Sie erzählten sich, wie oft sie einander gesehen hätten. Da gab es Fragen, da gab es Antworten, da gab es Verwunderung und Erstaunen. Und sie wussten nun, wer sie waren, und fühlten, dass sie vom Schicksal füreinander bestimmt wären, obwohl sie sich in ihrer vorigen Gestalt so sehr voreinander gegraut hätten. Sie blieben, was sie jetzt waren, und verlangten nicht in das Leben der vorigen Hoheit zurück. Sie hatten Gesundheit, Unschuld, Frieden und Liebe und waren glücklich dadurch. Er lehrte die Hirten des Tales Bäume veredeln, essbare Kräuter erziehen und mancherlei Künste mehr. Und sie lehrte die Hirtinnen mancherlei weibliche Künste, die zur Anmut und Bequemlichkeit des Lebens dienen. Aus dem Tal, worin sie lebten, stammt das schöne Hirtenleben her, welches späterhin in Arkadien wieder recht aufblühte und aus diesem Tal dorthin gekommen war.